Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu Transocean, the Shipping Company. Mit mir sagst du jetzt Player. Wir sind weltberühmt, haben 517 Millionen Euro auf dem Konto. Und ja, es geht im Endeffekt weiter, neue Season. Deswegen, ich gucke jetzt erstmal wieder standardgemäß. Habe ich Verträge? Nein. Was müssen wir machen? Wir müssen den Rang Reader erreichen. Und das müssen wir noch machen, indem wir noch eine Zweigstelle aufmachen. Und das werden wir, denke ich mal, auch dann noch bekommen. Muss ich da gerade mal gucken, wo meine Schiffe sind. Ah ja, hier zum Beispiel in Ackerland. Wenn ich hier noch eine Zweigstelle richte, kostet das eine ganze Million. Noch nicht freigeschaltet, okay. Dann muss ich mal kurz zur Weltkarte. Beziehungsweise wir machen erstmal wieder. Sehr schön. Erstmal ein Goreboard da oben. Hier könnte man noch eine Zweigstelle errichten für insgesamt 50, alter Schwede. Ja, da geht erstmal hier eine Wall of Text durch. Wir gucken uns erstmal ja den Status an. Benzin haben wir nun nicht mehr allzu viel da, aber okay. So, wir sind hier mit der Regina. Und da müssen wir mal kurz gucken. Da haben wir hier radioaktive Dings nach... dort unten und von dort unten darüber. Das würde eigentlich ohne Probleme funktionieren. Dann machen wir es mal an. Ich bräuchte erstmal ein bisschen rüber. 1400... Wieso ist erstmal das Wichtigere? Irgendwo steht noch ein Schiff. Und ich weiß nicht wo. Das macht mich gerade kirre. Am Ackerland, hm? Ja, hier könnte man ja aus irgendeinem Grund keine Zweigstelle errichten, deswegen muss man halt hier in die Auftragslage gucken. Speedy, so, da muss ich trotz all dem hier mal kurz gucken. Speedy hat, Speedy müsste mal was machen. Im Allgemeinen müsste man das Schiff wohl erstmal wieder noch ein bisschen reparieren lassen. Lebensmittel, Big Daddy. Der Termin wird knapp. Ja, dann fahren wir halt ein bisschen schneller. Die Elektronik darf ich nicht transportieren, aber Waffen nach Algier drüben nehmen wir schon mal an. Funktioniert auch ohne Probleme hier, was will man denn? Ja, gibt es jetzt für hier drüben noch irgendwas? Nee, nicht so wirklich. So, wir haben wieder einen neuen Vertrag. Und zwar, da waren wir schon mal 10 Millionen. Kompensationsstrafe hierfür. 11.000 Toy, dafür haben wir aber bloß 5 Monate Zeit, aber... Na, danke. Ja, passt doch soweit. So, Waffen nach Algier habe ich hier drüben, dann hätten wir ja Lissabon wieder eine Million, beziehungsweise Hamburg. Da kann man gleich hier rüber machen. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir noch eine Zweigstelle halt errichten. So, hier sind wir auch wieder einsatzbereit. Mal gucken, Shanghai. Lebensmittel darf ich nicht transportieren.
wenn wir dort in der Richtung sind. Und dann nach Lissabon an. Und hier, gut, die darf ich nicht transportieren. Aber Agrargüter darf ich noch transportieren. Und hier steht ja noch eins. Herrgott, wer steht denn jetzt hier noch? Der Klaus! Mensch, Klaus, das kannst du doch nicht machen. Mich hier so zu erschrecken, kostet eine Menge Geld, wenn du hier so blöd da stehst. Ja, wie gesagt, Klaus ist bloß in Stufe 2. Ich weiß gar nicht, ich denke mal. Post nach Singapur und dann Erz nach Shanghai. Ja, mal, das kann man schon noch machen. Ich gerade, wir sehen jetzt hier Dinger, wir können hier auch keine Zweigstelle richten. Sprich, wir müssen wohl anscheinend in den USA halt noch eine zweite Zweigstelle richten, aber die kostet halt über so scheiße viel Geld. Gerade LA und Co. Aber das ist ja alles hier keine Terminfracht. Oh, nein. So, in Algier angekommen. Waffen für 9 Millionen. Ja, mach alles zu hier. Agrargüter gehen jetzt noch nach Hamburg. Und von Hamburg habe ich dann aber auch weiter gar nichts. Gut. Machen wir da weiter. Big Daddy ist in Hamburg angekommen. Die Maschinen darf ich ja hier nicht transportieren. Und der Spitze, wenn nehme ich jetzt nicht komplett alles durch. Zumal es keine Terminfracht ist. Dann wird leider Holz mit. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, sobald wir im Ameland drüben sind, werden wir uns dann auch gleich noch die Zweigstelle holen. Gut, machen wir schon mal nach Shanghai jetzt hier im Allgemeinen mal hoch und dann sehen wir halt einfach mal weiter. So, weiter ging es dann jetzt hier Richtung Italien, Decker, Sydney. Terminfracht sehe ich gerade, ja. Aber ist auf unserem Weg, deswegen nehmen wir es gleich mit an. Treibstoff ist ganz günstig. So, Medikamente können wir verschiffen für 2 Millionen. Premium. Allerdings bringen die so gut wie auch kein Geld mehr. Ich wollte, dass wir hier eine Zweigstelle errichten für 50 Millionen. Und damit bin ich jetzt nämlich auch im Rang aufgestiegen, und zwar Reader. Sie erhalten die Lizenz von Post-Panamax-Schiffen. Sehr schön. So, endlich sind wir wieder. Herzlichen Glückwunsch bis zum Tycoon. Das ist allerdings noch ein langer Weg. Packen wir es an? Ja, nee. Als Reader können Sie auch Post-Panamax-Schiffe kaufen. Sie heißen übrigens so, weil sie die Begrenzungen des Panamax-Kanal von vor 2014 übersteigen, also nicht hindurchpassen. Ja, der Panama-Kanal wurde allerdings 2014 ausgebaut, sodass zwei weitere Schiffsklassen hindurchpassen. Eben die Post-Panamax-Schiffe und die New-Panamax-Schiffe. Wusste nicht sicherlich, bis da jetzt richtig? Nee, eigentlich nicht, ist mir aber auch egal.
Also, wir werden hinblieben. Ach ja, der Postbahnmax-Schiffe für den nächsten Rang der Mandanten brauchen wir eh drei davon. Aber fangen wir erst in Ruhe an mit einem. Chef, ich habe gerade etwas Interessantes erfahren. In Grand Ports findet in 3 Monaten eine Schiffsmesse statt. Wenn wir dort einen unserer Schiffe anwesend sind und es gut präsentieren, sollten wir den Ruf der Reederei deutlich verbessern. Dazu soll ein Schiff im einwandfreien Zustand sein. Alle möglichen Verbesserungen sollten mit eingebaut sein, damit wir richtig einen Eindruck schinden. Welches Schiff sie präsentieren, liegt an Ihnen, aber es kommt dann nicht doch auf die Größe an. Ein Schiff mit mindestens 95% zu allen Verbesserungsstufen bis zum am 1.2.2022 nach Grand Ports bringen. Ja. Da haben wir ja dementsprechend noch Zeit. So, wir haben jetzt aber erstmal Speedy hier. Da geht es jetzt an sich weiter nach Lissabon. So, und hier müssen wir gerade mal gucken, Waffen nach Vancouver. Da drüben bleibt auf der anderen Seite. Ansonsten sind hier eigentlich alle Schiffe unterwegs. Das ist wirklich extrem günstig aktuell. Mal gerade mal gucken. Erst nach New York. Ja, wir müssen zuerst nach New York. Und dann da runter. So, da sind wir jetzt hier in Shanghai angekommen mit Klaus. Und wir könnten uns alle wieder in die Richtung darüber stürzen. Machen wir erstmal Raubkopierung. In Hongkong braucht man gar nicht anzuhalten, weil das wird das alles auffressen. Lassen wir es bei dieser Radioaktive hier. So. Was haben wir denn jetzt hier? Luxusgüter. Genau, Luxusgüter hatten wir jetzt da nach New York geschafft und da geht es jetzt im Endeffekt. New York soll jetzt günstig sein. Muss die Kleider nehmen. Mir ist eigentlich relativ egal, wo die hinmachen. Müssen wir da nicht hin, müssen wir nach Grand Ports, wo das auch immer sein soll. Ist ja angeblich, warte mal, ist das United States? Ich muss da mal kurz hier gucken. Dort müsste es einfach neu gebracht werden. Na ja, gut, das dürfte ja nicht das Problem sein. Wann? Am 1.2.2022. Gut, haben wir ja noch gut einen ganzen Monat Zeit. Da sollte man jetzt keine Hektik machen, sage ich mir da. Die Chemikalien mal hier runter. Überlege schon gerade wieder, dann nehme ich nach Kapstadt dann gleich noch das Ganze an. So, kriegen wir jetzt noch irgendwas nach Kapstadt runter? Dürfte ich bitte? Ne, gut. So,
Richtung. Dort. Was? Nee, 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 nicht reparieren. Kostet alles so oder so viel zu viel Geld. Dann würde ich sagen, wir positionieren uns da halt mal Ende mit der Regina. Wir können uns natürlich auch mit der Regina dort drüben nach Los Angeles. Weil das auch wieder West, das ist ja wieder Westküste und dann ist es auch wieder fragwürdig. Was ist das Scheiße? Es geht alles nach Zen. Nach Mittel, allerdings runter. Café nach Lissabon. Jawohl, nee, 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 nee. Wird mal gucken. Nach Los Angeles, nach Decker, nach Lissabon. Marsch mal da runter. Ich hoffe einfach mal, dass ich das Ganze ausgeht, so wie ich mir das wünsche. So, Türkei. Ach, gucke an. Wie lange wird man dafür brauchen? 43 Tage. Das ist gut etwas über einen Monat. Ja, also mal einen Monat ein paar Tage brauchen. Ich denke mal, Klaus hat doch eigentlich alles, was wir. Ja, 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 ja. Den rüber. Den rüber. Ja. Das heißt, er wird jetzt circa einen Monat brauchen. Das passt. 33 Tage. Bis zum 23. Ja, nehmen wir. Weil da müssten wir ja eigentlich hin. Nach Gorilla Ports. Genau. Gut, da brauchen wir uns um alles andere nichts mehr zu kümmern. Und meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part, deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten dann wieder. Bis dann, oder? Tschüss.